Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Survival Fountain of Youth. Es begrüßt euch Milena und schön, dass ihr wieder mit dabei seid. So, es ist Tag 157 und es ist ein ganz kleines bisschen was passiert. Ich habe beschlossen, erstmal wieder auf die erste Insel zurückzukehren, um ein paar Sachen hier fertig zu bauen. Aber vorher habe ich auf der Kupferinsel doch noch ein wenig Zeit investiert, um diese Algen zu finden. Und habe jetzt die komplette Algenrüstung zusammen. Dann habe ich von dem letzten Kupfervorkommen, an dem ich war, noch das restliche Kupfererz geholt. Das Erz auf der Kupferinsel komplett verarbeitet und mir alles an der Schmiede, was ich herstellen kann, zumindest einmal hergestellt. Und den Rest einfach mit hier hergenommen. Dabei ist mir aufgefallen, dass man von dem Schmelzer hier auch Asche bekommt, die man dann auch wiederum für irgendetwas anderes zum Verarbeiten benötigt. Und dann muss ich mal kurz überlegen, habe ich irgendwas vergessen? Also sollte ich noch irgendetwas vergessen haben, dann werde ich das jetzt hier einblenden. Das allererste, was ich hier gemacht habe, das war es, was ich wahrscheinlich vergessen habe einzublenden. Hoppala, das war ruckelig. Das erste, was ich hier gemacht habe, als ich angekommen bin, ich war erstmal jagen. Nichts Besonderes, direkt hier am Anfang das Wildschwein erledigt. Muss ich jetzt mal gucken, ob ich da eventuell noch weiter reingehe. Das würde ich allerdings alles offline machen. Jetzt erstmal für das, was ich vorhabe, reicht es. Allerdings würde ich zuerst gerne eine Runde drehen. Dafür muss ich mal kurz gucken, wie spät es ist. Okay, vielleicht doch kleine Planänderung. Also Runde auf jeden Fall, aber jetzt noch nicht. Quatsch. Brauche ich erstmal ein bisschen Kram für. Ich habe mir soweit hier alles hingestellt, was ich mir auch schon auf der Kupferinsel gebaut habe. Teilweise kann ich die Sachen noch nicht fertig bauen, aber mal gucken, vielleicht hole ich auch einiges hier rüber. Da muss ich mal gucken, wie ich das zukünftig mache. Das entscheidet gleich auch ein wenig der Katamaran. Den habe ich da hinten nämlich schon platziert. Aber dafür benötige ich noch ein wenig getrocknete Haut. Und dann wird er jetzt fertig gebaut. Okay, ich bin völlig erledigt. Ich sollte schlafen gehen. So, guten Morgen. Okay, ich bin komplett erledigt. Mal gucken, was ich hier noch zu essen habe. Zum Glück ist da noch so einiges. So, okay. Jetzt gibt es auch ein bisschen Sonnenschein. Oh Gott, ich habe auch wirklich lange geschlafen. Als erstes möchte ich mir jetzt den Katamaran mal angucken.
Ah, hier oben ein Bett aus Blättern. Das werde ich wahrscheinlich als erstes, bevor es wieder zurückgeht, verbessern, denke ich mal. Aber wie geil sieht das bitte aus? Zeig mal, Fotoshooting. Okay, die Kiste wird vermutlich mal dieselbe sein. Ja, 200. Okay, schlafen brauche ich jetzt nicht. Dann will ich mal eben kurz gucken. Interaktion, Verbesserung. So, Verbesserung bräuchte ich. Den Stuff hätte ich. Ah, ich kann es leider nicht reinlegen. Bräuchte noch einen gebrannten Topf, 3 massive Steine und 3-mal langer Stock. Denke, zumindest einmal mache ich das auf jeden Fall. Denn eine Feuerstelle mit Topf dann einfach immer dabei zu haben, ist schon richtig geil. Und ich denke, das wird heute auch so eine Folge, die ich eher so auf dieser Insel hier verbringe. Aber jetzt, wo schönes Wetter ist, erstmal eine Runde. Ein paar neue Rezepte habe ich freigeschaltet. Zum einen ist das auf jeden Fall die Hängematte aus Algen. Und dann ist mir noch etwas aufgefallen, als ich mich mal wieder gefragt habe, wofür denn diese anderen Felle hier eigentlich gut sein sollen. Und die kann man einfach... Voilà, das muss ich erst vorher noch verarbeiten, das mache ich mal eben. So, dann kann das schon mal trocknen. Dabei ist mir aufgefallen, dass man diese nicht nur auf den Boden legen kann, also diese Felle, Häute, wie auch immer jetzt genau. Man kann die sogar an die Wand hängen. Hey, und ich finde, das macht das Ganze hier wirklich sehr viel gemütlicher. Hab das dann auch direkt mal gemacht. Hab alle meine Trophäen hier hingehangen. Hab mir dann auch die Chemiewerkbank hier noch hingedonnert. Außerdem eine Lampe, die einfach unfassbare 8 Tage brennt, wenn man dort einmal Lampenöl reinballert. So, was denn noch? Den Stuff hier, den kennt man. Hier habe ich mir auch schon mal eine Lampe gebaut. Allerdings werde ich dafür jetzt, denke ich, kein Öl verschwenden. Aber hier wollte ich auf jeden Fall noch was machen. Hier habe ich jetzt die Schmiede hingebaut. Beziehungsweise die Blaupause hingedonnert und auch den Schmelzer. Ich weiß halt noch nicht genau, ob ich das nicht lieber alles hier aufbauen möchte und ob ich das dann mit dem Katamaran so mache, dass ich einfach immer nur den Stuff hole. Das wird sich zukünftig dann zeigen. Oder ob ich genug Material zusammenbekomme, um das hier und dort aufzubauen. Judy, aber dann benötige ich jetzt noch einen Topf. Der muss dann noch gebrannt werden. Der restliche Stuff kommt jetzt einfach mal hier rein. Muss ich direkt mal gucken, ob ich hier noch was habe. Genau, die Kupfernadel und die Kupfernägel und eigentlich alles aus Kupfer, was man überhaupt an der Schmiede herstellen konnte, habe ich gerade ja schon gesagt, habe ich mir noch auf der Kupferinsel hergestellt. Okay, außerdem habe ich dann hier noch weitere Baupläne hingedonnert. Und zwar einmal den Solardestillierer. Den habe ich freigeschaltet, weil ich den Kupfertank hergestellt habe. Wofür ich den benötige, da gehe ich gleich auch nochmal hin. Habe jetzt im Moment erstmal mein Kupfer aufgebraucht, was bedeutet, ich müsste früher oder später sowieso auf die Kupferinsel zurück. Ich denke, das würde ich auch alleine wegen dem Leder machen. Wenn ich vielleicht eine Armbrust habe, dann muss ich ganz genau nochmal gucken, was ich dafür benötige, um mir die Armbrust herzustellen. Denn... ich könnte mir gut vorstellen, dass es von den Büffeln richtig viel von dieser Haut gibt, die man benötigt. Wieder dieses komische Geflacker. Okay, ich ignoriere das einfach mal. Dann gehe ich ganz schnell... Achso, ja, ich habe im Allgemeinen ein bisschen umgebaut, weil die Hängematte... da kann man tatsächlich schlafen und ich wollte, dass die überdacht ist. Deswegen steht die hier. Finde es mittlerweile richtig gemütlich und... ich denke, es wäre noch gemütlicher, wenn ich die Kisten tauschen würde. Leider gibt es diese Kiste nicht in klein, aber trotzdem eine richtig geile Nummer. Hier oben habe ich auch noch ein paar Felle hingedonnert und auch die Trophäe vom Leoparden, die ich bekommen habe, an dem letzten Kupfervorkommen.
So, und so sieht das jetzt hier oben aus. Also es hat sich eigentlich gar nicht wirklich viel verändert. Ich hätte aber trotzdem gerne jetzt irgendwann noch diesen... Hoppala, mein Blattrock ist kaputt gegangen. Ja, ich brauche auf jeden Fall Leder. Also es ist halt einfach so. Ich würde mir gerne noch die... die Hose und die Schuhe herstellen. Allerdings benötigt man dafür wirklich viel Stuff. Also ganz viel getrocknete Haut und auch Sehnen. Aber dann jetzt erstmal weiter hier im Programm. Ich habe alles zusammengesucht und fertig gemacht, was ich für die Schwarzbrennerei brauche. Unter anderem war das dieser Kupferbehälter. So. Schwarzbrennerei freigeschaltet. Ich muss aber erstmal gucken, was man genau daran jetzt herstellen kann. Agavenblatt und Kaktusstücke, das habe ich mitgebracht. Beziehungsweise, das ist wahrscheinlich noch auf dem Kanu in der Kiste. 8 Stück brauche ich. Hole ich mal eben. Okay. Falscher Alarm. Also entweder sind die alle tatsächlich schlecht geworden, was in der Tat sein kann. Oder ich habe sie doch alle in der Kiste vergessen. Okay, dann also anders weiter im Programm. Ich wollte ja dieses hier verbessern. Dafür brauche ich noch so einen Kupfertank, 2x starker Ast und 2x Lianenseil. Alles klar, die ist auf jeden Fall jetzt deutlich größer. Aber ich kann endlich Leder herstellen, richtig geil. Dafür benötige ich aber jedes Mal im Wassertank ausreichend Wasser. Wie gut, dass ich hier auf dieser Insel kein Wasserproblem habe. So, Leder ist schon mal sehr gut. Ich habe zwar gerade keine Ahnung, wenn ich ehrlich bin, wofür ich das jetzt gerade so dringend gebraucht habe, aber einfach gut zu wissen, dass es gehen würde. Eben nochmal gucken. Aus der getrockneten Haut. Okay. Goodie. Eine Sache, die ich mir dann ja an der Schmiede hergestellt habe, war Basis der Hornarmbrust. Da wollte ich auf jeden Fall gucken, ob ich das irgendwie... Ah, schade, da gibt es gar keinen Bauplan für. Dann muss ich eben so mal durchblättern, ob ich jetzt irgendwie schon einen besseren Bogen oder eine Armbrust herstellen könnte. Okay, leider im Moment noch nicht. Könnte mir halt auch vorstellen, uno momento, dass ich vorher hier so eine Bogensehne machen muss. Dafür habe ich jetzt aber leider nicht genug Stuff. Okay, da werde ich mich auf jeden Fall drum kümmern. Und zwar eins nach dem anderen. Jetzt haue ich mich erstmal hin. Und dann werde ich jetzt erstmal die Kiste vom Kanu gleich umpacken. Und zwar im Vorspulmodus. Okay, das wäre jetzt erstmal geschafft. Dann hole ich mal den anderen Stuff, den ich brauche. Ich hoffe, ich kann das alles überhaupt tragen. Okay, dann muss ich das auch alles in die Kiste packen, damit das klappt.
So, okay. Ich brauche noch 2 Steine, glaube ich. Ich muss noch mal gucken. Ich hoffe, das geht jetzt überhaupt, wenn ich hier drauf bin. Ja, perfekt. Repariere das Schiff, bevor es verbessert wird. Oh nein, wegen dieser paar Kleinigkeiten. Gut, dann muss ein Schiffsreparatursatz her. Und das Schiff muss repariert werden. Und dann das Ganze nochmal. So, jetzt aber. Okay. Einfach vom Floß gedonnert worden. Ah, ich glaube, ich muss das... Nee. Okay, jetzt geht es. Ja, mein Strand ist einfach absolut ungeeignet für sowas. Ich kann hier nämlich nicht stehen. Geht direkt total tief runter. Okay, hey, perfekt. Da ist mein Feuer. Ich will aber direkt mal gucken, was die nächste Verbesserung wäre. Verbessertes Bett, zusätzliches Holzlager und Aufbewahrungsbehälter. Hey, richtig geil. Dafür benötige ich 2-mal getrocknete Haut. Das ist jetzt eigentlich so das Schwierigste, würde ich sagen. Langer Stock habe ich noch, großer Ast auch. Mal eben kurz gucken, ob ich das jetzt überhaupt hinbekommen würde. Ich glaube, ich habe nämlich nur noch diese... Ach, perfekt. Genau die beiden, die hier hängen. Ich werde jetzt eben ein bisschen Wasser sammeln. Meine Wasserreserven sind nämlich aufgebraucht. Und dann sehen wir uns am nächsten Morgen wieder. So, guten Morgen. Hoppala. Okay. Also, es ist dazu gekommen, eine 2. geschützte Kiste. Sehr cool. Da könnte ich ja direkt mal das Essen reinsortieren. Außerdem hier die Kochstelle, also Herd mit Topf. So, das ist die Schlafhütte. Sehr geil. Die ist also auf jeden Fall schon mal wasserfest. Nee, schlafen möchte ich jetzt nicht. Ein Baumstammlager. Hey, wie genial ist das denn? Richtig geil. Das bedeutet, das würde ich auf jeden Fall auch voll machen nebenbei. Denke ich. Aber nichtsdestotrotz. Hoppala. Gucke ich jetzt noch. Oh nein. Muss ich jetzt noch einmal gucken? Nee, das war die letzte Verbesserung. Ja, also, es sieht zumindest so aus, als ob das die letzte gewesen ist. Ich würde sagen, es gibt jetzt noch eine Sache, die ich auf jeden Fall in dieser Folge ausprobieren möchte. Und zwar werde ich stelle mich jetzt erstmal hier drunter. Ich werde gleich erstmal noch ein bisschen Wasser sammeln. Und dann, denke ich, werde ich nochmal zur Kupferinsel reisen und versuchen, ob ich es mit so einem Büffel aufnehmen kann. Und wie viel Haut ich von dem bekomme. So, ein bisschen zu futtern auf jeden Fall noch mitnehmen. Hier dieser getrocknete Stuff ist ganz geil. Oh, so eine Doradenflosse. Ich glaube, das mache ich jetzt eben noch. Da schaltet man nämlich irgendwie noch was frei, wenn man sich diese zubereitet. Ah, ich brauche sowieso 2 dafür.
Jetzt könnte ich mir das Korallenpulver herstellen. Stellt 41 Gesundheit wieder her an der Chemiewerkbank. Sehr geil. Mache ich doch auch mal direkt. So, dann noch Wasser sammeln und los geht es. Okay, an das Segeln muss man sich auf jeden Fall gewöhnen. Aber ich segel ja jetzt sowieso erstmal automatisch. Und zwar zur Kupferinsel. So, da bin ich. Okay, einmal andocken bitte. Und dann muss ich mich als erstes mal umziehen. Okay, und dann wird das hier auf jeden Fall so eine richtig schnelle Nummer. Denn ich möchte mich eigentlich gar nicht länger als nötig hier aufhalten. Ich würde gerne einfach versuchen, irgendwie so einen Büffel hier zu mir zu locken. Wobei, ach Quatsch, locken geht ja gar nicht. Da höre ich schon was. Locken geht ja gar nicht, die laufen ja weg. Okay, das bedeutet, ich muss rennen. Gut, dass ich nass bin. Vor allen Dingen könnte ich mir wirklich gut vorstellen. Ah, der ist schon am Abhauen. Okay, pass auf. Ein Treffer. Oh, shit. Zwei Treffer. Drei Treffer. Vier Treffer. Okay, halt, stopp. Was ist da? Was auch da? Ah, der hier. Nee, mein Freund. So, es ist geschafft. Und es gibt einfach vier Stücke Haut. Okay, eins nach dem anderen. Oh, ich habe mein Messer vergessen. Das ist ja überaus praktisch. Was will ich hier noch was? Okay, ich muss mal eben mein Messer holen. So, da bin ich wieder. Jetzt sollte es auf jeden Fall klappen. Oh nee, komm schon. Habe ich natürlich jetzt auch gar nicht kontrolliert. Okay, ich bin überladen. Hey, aber es klappt auf jeden Fall. Ich denke, vielleicht, wenn hier noch einer in der Nähe ist und es hier nicht so gefährlich ist, dann sammle ich hier noch ein bisschen was ein. Das Einzige, was ich jetzt hier noch machen werde, ist 10-mal hin und her laufen, um den ganzen Kram hier aufs Boot zu bekommen. Vielleicht hole ich auch gleich meinen Karren, muss ich mir mal überlegen. Der steht ja eigentlich nur da vorne. Aber werde mich hier schon mal von euch verabschieden. Hoffe, ihr seid auch beim nächsten Mal wieder dabei. Schreibt mir gerne etwas in die Kommentare. Ein Däumchen, wenn Träumchen. Und tschö mit Ö.